Frisch aus der Mittagspause raus. Das Thema Hund und Kinder war ganz groß im Thema. Wir haben uns alle Mann, wir waren so 8, 9 Mann, sehr angeregt unterhalten, sagen wir mal so. Sehr unterschiedliche Meinung. Zu welchem Schluss sind wir gekommen? Anzünden. Anzünden. Einfach, wenn es passiert, anzünden. Ist schwer, ne? Ja, schon nicht. Und nicht leicht, ne? Nö. Aber mit dem Smilodogs-Pulli kann man das. Ja, so. Heute nicht an. Heute nicht an. Schatz feiert. Also, jetzt ist gerade einer der Momente, ich nehme mich einfach mit. Wir drehen gerade 3 Videos gleichzeitig. Ich kann jetzt hier so hingehen und kann entscheiden, was wir drehen. Was sagen wir? Der Rode. Der Rode ist ja auch in Verbindung mit Lilanen. Aber es sind ja 2 Videos. Ja, aber beide sind in beiden. Ja. Also der Lilane, damit wir den Roten können. Komm. Ja, frag doch nicht. Ja, nee, weil du die Rote wolltest, aber um den Roten jetzt machen zu können, müssen wir ganz kurz erst Lila. Okay. Mach mich doch nicht an hier, Alter. Also, hier sind wir gerade stehen geblieben. Wir standen da so, ne? Hier standen wir so. Genau. Dann haben wir ein Telefon. Oh. Was hast du? Ich kann es gar nicht wiederholen. Wir standen hier und dann haben wir ein Telefonat bekommen, was von dem anderen Video wieder war. Egal. Also, Golf 2, Fire and Ice. Haben wir den Kofferraum aufbekommen? Nee, ne? Nein, noch nicht. Ich werde mal rein. Scheiße. Schloss ist kaputt. Ich weiß aber nicht warum. Das ging mal. Wir müssen mal neu machen. Ich zeige euch auf jeden Fall eben das Luftmanagementsystem, was wir nämlich hier eingebaut hatten. Wir hatten nämlich gedacht, wir hätten das nur so halb eingebaut, aber das ist doch ziemlich schick geworden. Scheiße. Ja, auf jeden Fall, Flo hat gerade erzählt, er will 3 Söhne. Genau. Das habe ich erzählt. Anzünden tut das auch. Das ist der Wischer. Ja. Das ist Schloss. Jetzt ist es auf. Aber die Frage ist, kannst du mir den Schlüssel nochmal geben, wie das auf dem Beifahrersitz ist? Ja. Schlüssel? Ist das nicht wunderschön? Mit Druckanzeige und den einzelnen Achsen und Leitungen. Und da haben wir den Kompressor an der Seite. Und da das schon so wunderschön gebaut ist, werden wir hier eben mal gucken, ob das Schloss geht. Ja, das ist komplett in der Binsen. Ja, das müssen wir komplett tauschen. Egal, aber Gott sei Dank gehen die Haubendämpfer noch. Das ist mal sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Tank, Drucksystem. Da hatte ich die Idee, dass wir das so schön aufschneiden, dass wir das nicht neu machen müssen. Kompressor haben wir hier. Da müssen wir mal gucken, wie wir das gleich rausnehmen können. Welche Steuerung ist da drin? Das ist ein Airlift 3, die große, mit Digitalfeld. Also die 3P. Weil das wäre mit Sensoren, hat er nämlich nicht. Das wollen wir auch nicht. So, das System nehmen wir als eine Steuereinheit raus. Die ist ja an sich universal, unabhängig vom Auto. Nehmen das raus. Hab hier gerade ein Fahrwerk bestellt. Das kommt am, heute ist Freitag, ich glaube, das kommt Dienstag ungefähr. Mhm. Dann zeigen wir das auch. Also es sind 2 Videos. Und das hier nehmen wir dann raus und hämmern das hier rein. Weil ich finde, der Ferrari steht hier okay. Hier ist er okay, ja? Das passt irgendwie. Aber vorne, wie der eben verkauft. Wir machen mal Bilder eben rein. Mhm. Ne? Bei Instagram haben wir es auch gepostet, da habe ich mich echt schon doll geschämt. Weil er steht so. Und er parkt. Er sieht aus, als ob er Gas geben würde. Und Mr. Henderson, Brian, von Rotiform, hat auch in seinem 355 Luft gehabt. Und er sagte zu mir, eiskalt, dass das Auto besser fährt mit Luftfahrwerk als mit dem originalen Fahrwerk. Werden wir rausfinden, ob das wirklich so ist. Ne? Also hier das Fahrwerk ist ein mit Gewindetellern, das gucken wir uns gleich an, mit Gewindetellern verstellbares, in der Höhe verstellbares Fahrwerk. Wir haben hier schon H&R-Federn drin. Der ist also schon ein bisschen tiefer, aber er steht halt schon so ein bisschen Kraut- und Rüben-mäßig. Was meint er mit besser fahren? Also besser komfortabler und auch besser Performance, okay, sagte er mit den großen Rädern. Auf jeden Fall haben wir mit einem sehr sympathischen Mann telefoniert, oder habe ich telefoniert, gesprochen. Das war nicht so gut, dann haben wir angefangen zu schreiben. Kazuki, wir machen mal Bilder rein, was dieser Mann macht. Genau. Und zwar ist das eigentlich Mr. Ferrari Luftfahrwerk tieflegen. Also wirklich die geilsten Ferraris auf der Welt, die tief und showmäßig sind, kommen eigentlich von diesem Mann. Haben also, wir was von ihm auf der SEMA schon gesehen? Weil da waren ja so 1, 2 Ferraris auf Luft. Nee, diesen Style nicht. Das waren diese Turbo-Umbauten auch und sowas. Sein Style ist mehr so dieses 360, 355. Der baut den Diablo GT und Testarossa in tief und sowas. Also wirklich sehr, sehr, sehr geile Autos. Unfassbar geil. Und dann habe ich mir gefragt, ey, hast du eine Empfehlung für ein Luftfahrwerk? Und er, yep, habe ich. Und dann wollte er mir erst die Steuereinheit dazu verkaufen. Ich gesagt, nein, wir nehmen Airlift, ne, weil ich
wirklich dem am meisten vertraue. Aber nehme die Dämpfer von ihm. Die sehen, also von Praxis ist das? Praxis? Ja. Praxis. Das war auch von der Preis-Leistung her wirklich ganz okay. Das Einzige, was wirklich dumm war, ich brauche mal eben ein Messer, ist, man hat das nicht so gefunden im Internet. Also ich habe geguckt nach 355 Lufferwerklösungen. Und die ich gefunden habe, da war eine Firma, dann kostet das, glaube ich, 4.000 Euro. Das, nur die Dämpfer. Ne? Okay, ist das so ein Import-Ding, sie? Oder kannst du das hier nochmal auch kaufen? Nee. Ich muss echt sagen, ich habe die Marke noch nie gehört vorher. Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf, hast du ein Lufferwerk? Er so, ja, was kostet das? Und dann kostete das, glaube ich, jetzt unter 2.000, glaube ich, ne? Das Fahrwerk selbst. Und die anderen Dinger waren irgendwie über 4.000. Wie sieht das aus mit Straßenfahrbarkeit hier in Deutschland? Das musst du abnehmen lassen dann. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie gehen kann. Kann ich mir vorstellen. Wäre das jetzt so ein Ziel von dem Projekt? Weil jetzt fährst du ja so ganz gerne. Ich fahre den echt gerne. Vielleicht, ja. Ja. So, also, wie wir sehen können, es ist allgemein ein sehr, sehr kurzer Stoßdämpfer. Das ist aber keine große Sorge, denn original ist ja schon sehr, sehr kurz. Das heißt, der originale Dämpfer ist, glaube ich, kürzer als das Paket, was wir jetzt hier schon liegen haben. Ich sehe gerade, der ist auch in der Härte verstellbar hier oben. Aber keine Druck- und Zugstufe, nee. Genau, und das typische japanische System oder dieses JDM-System, dass man die Fahrthöhe hier einstellt. Das heißt, diesen Ring kann man lösen und darüber stellst du den unteren Bereich nochmal ein. Der große Vorteil daran ist, dass wir nicht extrem viel Druck in den Balk reinmachen müssen, um halt dann das Auto auf eine Fahrhöhe zu bringen. Sondern wir können die Fahrhöhe hierüber korrigieren und den Balk lassen wir in einem schönen, angenehmen Druckbereich, dass wir irgendwie so 3 bar oder sowas fahren im Dämpfer, dass es halt nicht so super krass ist. Mhm. Und was ich auf jeden Fall machen möchte, ist, dass wir den so tief legen, dass wir den rollen können. Also dass es auch so ist, wie das deutsche Gesetz auch will. Biokraftkreis. Biokraftkreis, ganz genau. Dass wir halt da nicht komplett übertreiben. Dass das Auto, wenn es ablässt oder wenn es Luft lässt, dass die Räder halt einfach in den Radkasten reinknallen. Das will ich nicht. Mhm. Das ist bescheuert. Also, Dämpfer Nummer 1. Und als Leute, es wird halt optisch, so wie gerade die Bilder waren, in die Richtung wollen wir auch. Das soll schon geil werden. Und dann überlege ich auch, die Felgen vielleicht nochmal etwas anders zu machen. Andere Farbe oder komplett anderes Design? Andere Farbe. Vielleicht lassen wir die hier nämlich Hochglanz verdichten. Ich glaube, das wäre ganz cool. Unauffällig. Schon assi, ne? Ja. Weißt du, wenn Ferrari, richtig Ferrari. Siehst du? Hier, F355 hier. Okay. Dann gucken wir uns das mal die Front an. Man merkt dir die Amazon-Zeiten noch an. Noch. Ja, ne? Der Paketejongleur. So, und das ist vorne. Ach genau, dann habe ich ihn eben geschrieben und die fertigen dann den Dämpfer für dich an. Also die haben ja keinen Lagerbestand oder so, die Firma. Und die machen das dann wirklich in dem Moment. Weil ich glaube auch, es gibt nicht so viele Leute, die sowas machen. Die einen 355 auf Luft umbauen. Also wirklich viele, viele sind das nicht. Ja, sieht genauso aus wie vorne. Wie hinten. Aber auch die Aufnahmen oben, ne? Alles gleich. Sturzverstellung ist nicht, ne? Ne, Sturz kann man nicht verstellen. Das sind nur die Aufnahmen oder also ist das das Domlager? Ich glaube, das ist wirklich das Domlager. Vorne, hinten die gleichen Aufnahmen. Hoffe ich sehr stark. Ja. Mach mal eben Haube auf hier. Da können wir nämlich auch mal eben gucken, wegen unserem Drucksystem, ob das überhaupt annähernd passen würde. Ja, das kriegen wir da rein. Oder? Also ich hätte jetzt gesagt, der Ausschnitt ist ungefähr gleich. Für die ist das Bordwerkzeug oder was? Ja, das ist Bordwerkzeug. Aber doch nicht. Doch, wirklich? Doch. Ja, hier. Habe ich sogar letztens noch aufgeräumt, weil der Wagen war bei mir zu Hause und ich musste was zu Hause reparieren, hatte kein Werkzeug da. Und dann ist mir eingefallen, ich hätte doch Werkzeug in dieser scheiß Karre. Also. Oh, riech mal. Mmh. Ist das geil? Also wir haben hier einmal einen Riemen, dann haben wir hier einmal Schaumstoff. Die lassen sich auch nicht lumpen, ne? Guck dir das mal an hier. Guck dir das mal an hier. Feinstes Werkzeug hier dabei. Dann hast du hier so ein kleines Notfallset mit Bähnchen und Sicherung. Ja, also es ist schon nicht schlecht. So. Jetzt bin ich gespannt, was das denn? Ich auch. So weit bin ich nicht runter. Ne? Das ist Erste Hilfe? Könnte, ne? Ist das der Wagen? Das ist, glaube ich, Champagner. Ah, das Reifen dicht die Dings hier. Guck mal hier. Ist das noch gut? Ich,
Wollte ich gerade gucken. Hat kein Datum. Ja, irgendwo hat das auf jeden Fall was. 2000 expires. Expires. Dezember 2005. Ja, geht pack, also noch. Pack wieder rein. So. Ja, perfekt. Also alles dabei, ne? Kann ja eigentlich nichts passieren. Also ich finde es wirklich gut jetzt. Also ja, 2005, das geht doch. Eigene Werkzeugkiste mit dem Auto. In so einem kleinen, ganz wichtigen Lederköfferchen. Ich glaube, das macht es aus auch. Also. Ja. Ah, das ist jetzt falsch rum, ne? So, so. Also ich würde damit auch in Urlaub fahren. Da passen auf jeden Fall drei Unterhosen rein. Nun denn. Feinwelt der Maus, oder? Also, das hauen wir rein. Erstmal Fahrwerk raus, dann müssen wir gleich, wir messen einmal jetzt schon mal grob, wie viel Platz wir hier unten haben. Was ist das, die Ferrari-eigene Love Corner zum Mitnehmen oder was? Genau. Du sprühst erst das Reifenfüllmittel auf den Boden, dann legst du das aus, dann hast du noch ein kleines Champagnerfach und dann legst du dich da so drauf. So. Das wir haben ein Bild sogar davon gemacht. Wir haben ein Bild gemacht, wie Uli sich da vorne mal legt. Wir machen das jetzt mal rein. Geil. Weißt du, wie Uli sich da so vorne legt. So, hast du mal eben was zu messen für mich, Arimando? Also, wir haben dort vorne optimistische 70 mal 60. 70 mal 60. Also, ich bin kein guter Schätzboy, aber ich würde jetzt sagen, das kommt hin. Ich. Gut. Also, das System selbst so ist 50 und von der Tiefe her 50. Wenn man es ganz klein macht, das kriegen wir richtig schön gebaut. Was kriegen wir da rein? Und den Kompressor müssen wir noch ein bisschen umlegen. Den tun wir dann hier so hin, würde ich sagen. Also. Ausbauen, einbauen. Vorhin gesagt, dass bei dem Ferrari-Fahrwerk der Dämpfer fast genauso lang ist wie der andere. Das ist nicht richtig. Hier, das ist Original Ferrari vorne, ja? Mhm. Und das ist Ferrari neu, vorne Luft. Aber, der macht ja noch so. Der geht ja noch zusammen. Der kann ja noch auseinander, das stimmt. Aber das ist schon sehr, sehr kurz. Somit gehe ich davon aus, dass das Auto nachher sehr, sehr tief wird. Erstmal nicht so schlecht, ne? Erstmal nicht so schlecht. Und dann werden wir auf jeden Fall, da haben wir nämlich gerade schon geguckt, werden wir nachher hier rüber die Höhe einstellen nachher noch. Und wir werden den, denke ich, einen Tick höher stellen. Was nicht so cool ist, ich weiß. Aber wir wollen natürlich in unserem Breitengraden legal sein. Ne? Aber Manu, ich höre gerade schon, er setzt auf den Wo? So, genau. Und jetzt siehst du ja. Wir mussten gerade zusammen das runterdrücken, um den Dämpfer rauszubekommen. Dieses Problem ist nicht mehr existent. Das ist irgendwie so schwer hinten. Ich mach dann direkt einen Wheelie. Wir haben vorher schon Bremsscheiben drin liegen, dass er nicht rüberfährt. Habe ich gestern bei Süd ausgebaut. Jetzt direkt hier rein. Ist das poliert? Ist das Chrom? Das wird gut. Dieser kontrollierende Blick immer. So über die Schulter. Das im wahrsten Sinne des Wortes über die Schulter gucken. Das mache ich schon lange nicht mehr nervös, dass da dahinter steht. So. Ganz ehrlich mal, Amando, warst du jemals nervös? Der ist wahrscheinlich zum Anfang, ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir. Ich weiß, einmal warst du nervös. Da sage ich jetzt nur, das müssen wir rausschneiden. Da kam er zu mir, da habe ich gespürt, irgendwas ist mit Amandos Gesicht anders. Irgendwas ist komisch. Das war ein Scheiß. Hier, schneiden wir. So, wir werden jetzt mal gucken, wie das aussieht, wenn man die Einstellung lässt, die die Japaner so gemacht haben, also Räder drauf, und guck mal, wie doll der liegt. Und das liegt, glaube ich, schon richtig. Hast du gesehen, wie hoch das Bein war? Hast du gesehen, wie hoch mein Bein war? Warte, mach nochmal.
Ja, warte, nochmal. Das war schon gar nicht so gut. Okay, danke. Du kannst doch einen alten Mann auch mal so ein bisschen aufbauen. Ja, du, das war richtig gut für dein Alter. Ja, wir hatten doch letztens erst das Thema, du bist gar nicht alt. Deine Mutter ist nicht alt. Doch, die schon. Was ist? Ja, das ist mein Job. Was soll ich? Das gehört dazu. Was gucke ich denn heute Abend im Fernsehen? Hast du Don't Look Up schon gesehen? Ja. Wie fandst du den? Gut. Ich auch. Also für beide? Ja. Are you a dog? Yeah, I'm also a dog. Hast du Boba Fett gesehen? Ja, richtig gut. Echt? Ich find's übel scheiße. Ich find's wirklich gut. Weißt du warum? Weil die wirklich Geld in die Hand genommen haben. Das ist von den Animationen und von allem wie ein Film. Aber wer kommt denn, also du guckst The Mandalorian und der Typ ist der krasseste Typ ever. Dann kommt einer um die Ecke, der die gleiche Rüstung an, der genauso aussieht, aber ist ein fetter alter Mann, der sich direkt in der ersten Folge mehrfach verprügeln lässt. Ich find, der ist voll cool, der Schauspieler. Ich mag ihn voll. Der erinnert mich irgendwie an meinen Dad so. Der hat genauso Zähne. Mein Papa hat auch so gerade Zähne vorne. Ja, aber dein Papa lässt sich nicht ständig von irgendwem verprügeln. Mein Papa ist auch nicht Boba Fett. Das erklärt. Das erklärt einiges, ne? Ah, du hast Themen, ey. Nee, das ist nicht gut. Was sich nämlich verändern wird, aufgrund dieses Stückchen tiefer, werden die Räder deutlich weiter reinkommen. Rein. Also wir gucken jetzt luftleer, ne? Jetzt haben wir keine Luft, nee. Ja. Jetzt ist luftleer. Jetzt können wir mal gucken, was passiert. Armando, sollen wir mal die Sachen von der Bühne weglegen? Ich glaube, es ist klug. Flo, ist Start klar? Ja, Sigo. Also er ist jetzt schon tiefer als vorher. Vorne ist ein bisschen optimistisch. Ne? Geh weg! Das ist nicht optimistisch. Was war? Was ist denn hinten eigentlich los? Aha, das geht nicht. Nee. Ein Stückchen mache ich noch, okay? Bis knatscht am besten. Uiuiui. Guck mal da hin. Doch, der geht. Nee, doch nicht. Hier liegt er drauf, bei dir? Ja. Und vorne ist frei? Ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, echt nicht. Nee. Alter Vater. Weil. Okay. Also, wenn das Ding irgendwo hinstellst, ne, so runtergelassen ist schon. Das ist richtig geil. Das ist schon echt sehr breit. Ich hätte gedacht, dass das besser passt. Wer hätte sich das denken können? War das jetzt komplett runtergedreht oder ist das out of the box? Das ist out of the box. War das out of the box komplett runtergedreht? Nein. Okay. Das geht noch deutlich tiefer. Aber das war ja schon sehr, sehr tief. Also es war ja schon unfassbar. Muss ja schon was heißen, wenn der das sagt, ne? Also jetzt ist die Frage. Jetzt filmen wir das und wir gucken in Armandos Gesicht, weil er findet das bestimmt nicht gut. Also hinten, ne? Nein, nicht die Flex, nein. Wir sollen nicht flexen, oder? Aber wie soll das sonst machen? Hast du das gehört? Ach nee. Also, nee, warte, okay, warte. Wir können auch. Ich hab eine Idee, Moment. Bobby! Da bin ich. Ich musste was gucken. Noch eben, wegen Golf 2. Ja. Felgen. Ah, okay. Ja, also, schwierig. Schwierig. Nee, ist echt schwierig. Der Markt ist einfach total weg. Leute bieten dir super teure Felgen an. Also für schweineviel Geld irgendwas Altes, Gebrauchtes. Ne? Also BBS? Es ging hoch bis jetzt, BBS RS, bis 12.500 Euro. Boah. In 16 Zoll. Nee. 16 Zoll, das gebraucht. Nee, das also da weiß ich echt nicht, wie ich damit umgehen soll. Das macht keinen Sinn. Genau. Ich meine, die wir drauf haben, ist auch viereckig viel Geld. Ne? Mhm. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr teuer. Aber so mit Zentralverschluss, das ist schwierig. Deswegen finde ich momentan eigentlich die Schmidt Modern Line in einteilig geil. Ja. Habe ich jetzt nicht im Kopf genau, wie sie aussieht. So eine 5-Speiche mit so Form drin. Also ja. Ich fand die ganz geil, früher schon. Hat auch Gutachten? Ja. Ja gut, genau. Schmidt glaube ich alles. Wir haben ja die Verbreiterung drauf und so, das kriegen wir glaube ich schon hin irgendwie. Ist so momentan mein Wunsch. Und dann werden wir auch, denke ich mal, im Antriebsstrang was verändern. Aber es geht jetzt hier drum. Ach also, so, also ganz falsch. Nee, wir sind hier im Ferrari. Okay, ja, wir sind im Ferrari. Wir werden jetzt den Ferrari Probe fahren. Wir sind fertig. Also ich zeige einmal alles Mögliche, was wir so gemacht haben. Weil gestern war mein Fuß, die bei Insta mich verfolgen, wissen Sie, was? Gestern war mein Fuß im Arsch. Spritzen reinbekommen, jetzt geht der Fuß wieder. Zwar nicht 100%, aber geht. Also, vorne. Mhm. Geil. Schick, ne? Schön Hardline.
Ist das geil? Hardline ist immer gut. Ich fand es immer ein Traum. Immer. So, dann ist dem Armando aufgefallen beim Bauen, oder wo wir gestern Abend haben wir nicht gedreht, oder den ganzen Tag nicht, da haben wir relativ viel dran rumgefummelt, dass wir, erstmal haben wir ein bisschen Platz gemacht im Rathaus. Das wollten wir euch nicht zeigen, weil es echt schwer ist im Herzen. Das war, oder? Das, also die Bearbeitung des hinteren Kotflügels ist für Autoliebhaber, glaube ich, schwer. Ja. Aber was, Tuning, was muss, das muss. Tuning ist live. Tuning ist fucking live. Und somit haben wir jetzt die Freigängigkeit für die Räder. Das Fahrwerk haben wir vorne jetzt, glaube ich, 2,7 cm hochgeschraubt. Weil ich wollte, dass wenn das Fahrwerk luftleer ist, dass man damit fahren kann. Das geht jetzt. Und der ist trotzdem tief. Okay, das ist geil. Das ist sehr gut. Richtig. Das heißt, es war relativ viel Einstellarbeit. Ich fahre den mal eben hoch. Relativ viel Einstellarbeit. Du musst jedes Mal Rad runternehmen und musst diesen unteren Teller verdrehen. Also Dämpfer ausbauen unten, verdrehen und dann wieder einbauen und dann gucken, bis wir ganz nah an die Verschraubung da von der Achse kommen. Also oben im Rathaus. Dass, wenn der unten liegt, dass der nichts berühren kann. Oh, so bist du safe. Ja, Ferrari hochheben ist echt scheiße. Weil die Anhebepunkte sind ganz nah beieinander und der wackelt wie Sau, ne? Also wenn deswegen, ich dachte, das hätte ich im Augenwinkel nur so, Digga, wahrgenommen, dass er so gewackelt hat. Wenn du jetzt hier drunter gehst, der fällt ja runter. Das gibt doch gar nicht. Der fällt sofort runter. Also, das hier kann der technisch nicht mehr berühren. Das heißt, der kann da nicht gegen. Okay? Das heißt, wenn du ihn ablässt, kommt der bis hier und dann stoppt das Rad. Aber hart, also auf Metall. Nicht irgendwie mit Rest so. Also richtig auf Block. Richtig auf Block. Das heißt, das Rad kann da nicht dran. Dann werden wir beide gleich einmal gucken, was für einen Durchmesser wir fahren in unserem selbstgebauten Bio-Kraftkreis. Okay. Weil die vorderen Kotflügel sind jetzt noch original, die sind noch nicht bearbeitet. Die können wir noch mal bearbeiten, die vorderen Kotflügel. Und dann werden wir gucken, wie weit wir einschlagen können jetzt bei Luft. Ja, ja, das ist, das stand ich gerade auch. Bei Luftleer. Genau, das ist das Thema vorne. Der steht nicht wie das Auto in Amerika. Der schwarze zum Beispiel. Immer ein Bild rein. So steht er nicht. Und ich weiß auch, warum er nicht so steht. Das werde ich euch gleich hinten zeigen, weil da musst du die Abgasanlage umbauen für. Ach du Scheiße. Weil wenn du die nämlich runterlässt, ja, kommt die Antriebswelle. Das haben wir haben gehört, dass es ein bisschen knirschte und dachten uns so, hä, das ist der Kotflügel? Nee, das ist der Krümmer. Den berührt. Die Antriebswelle, guck mal, wenn du hier durchkommst, siehst du die Antriebswelle? Ja, Moment mal. Ja, die sehe ich. Ja, die Antriebswelle kommt da, guck mal, wenn du hier reinguckst, kommt da in den Krümmer. Das habe ich aber auch noch nicht gehört. Richtig. Wir auch nicht. Wobei, beim Supra hatten wir bei der Tieferlegung, dass der Reifen den Scheinwerfer berührt. Ja, das ist auch neu. Das ist auch ganz seltsam. Nee, und dann haben wir hier jetzt auch das Fahrwerk minimal nur höher schrauben müssen, dass du jetzt, wenn der Luft leer ist, von der Bühne fährst. Okay. Frage ist, wie weit der Lenkwinkel ist, das wissen wir noch nicht. Aber da können wir auch nochmal beigehen und nochmal korrigieren. Und dann ist das rein theoretisch, würde ich sagen, sogar eintragbar, technisch gesehen. Wir machen erstmal eine Probefahrt und gucken uns an, wie das Fahrwerk fährt, weil es gibt, erstmal gucken wir uns an, wie er steht. Weil er steht schon geil, aber er steht halt nicht wie die anderen, das sage ich schon mal vorab. Aber er steht geil. Okay. Geil, aber nicht wie andere. Die Frage ist, weil wir sehr viel Druck brauchen, bei deinem Golf 4, wie viel Druck bist du gefahren vorne? Boah, 3, 3,5. Glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Du fährst hier auf der Vorderachse, die kein Gewicht hat, 5,5. Ach, ja, dann hau das ja hin. Der braucht relativ viel. Ja, da ist ja kein Gewicht vorne. Ich hoffe nicht, dass das Fahrwerk gleich steinhart ist. 5 Bar ist, glaube ich, schon eine Menge. Ist eine Menge. Müssen wir jetzt gleich mal schauen. Auf der Hinterachse auch 5,5, 6 Bar ungefähr. Okay. Und die Dämpfer waren vorne hinten identisch. Deswegen, ich bin sehr gespannt, ob das nicht gleich doch irgendwie unhomogen fahren könnte. Für unseren Anspruch. Ne? Also, dass man mal fixer fährt, dass das gut normal cruist, ja. Aber wollen wir gleich mal gucken, weil du hast hinten viel Gewicht und den gleichen Druck drauf. Vorne so wie gar kein Gewicht. Du kannst ja immer wieder hochheben auf der Bühne. Und selbe Höhe, selber Druck, aber kein Gewicht drauf. Was würdest du denn machen? Was würdest du machen, wenn der scheiße fährt? Nicht wieder alles raus? Oder also, gibt es da noch eine Möglichkeit, das zu bearbeiten? Ja, gäbe es, indem wir zum Beispiel das Fahrwerk noch höher schrauben, weniger Druck brauchen für Fahrhöhe. Ah, natürlich, okay. Weißt du, das ist so das Verhältnis, wo du so einstellen kannst. Und der war ja vorher viel, viel tiefer. Das heißt, du musst 8 Bar gefahren. Also wir hatten gestern 10 Bar, jetzt haben wir, glaube ich, 10 Bar drin im Dämpfer. Und dann musst du ja irgendwas im Raum von 8 Bar fahren, um ihn auf Fahrhöhe zu haben. Dann fährt sie der Lexus. Und das war nicht gut. Ja. Das war, der Lexus fuhr nicht gut. Der war hinten, vorne war okay.
Du bist vorne über den Huppel gefahren. Und tschüss. Und ciao. Oh, weil hinten war irgendwie voller Druck, musstest du hinten auf dem Dämpfer fahren, damit der gerade in die Höhe kam. Dafür sah der Lexus aber auch, wir machen davon auch ein Bild rein, brutal. Dafür sah der Lexus aber auch unnormal krass. Also das war ja komplett UFO-Status. Ja. Also, so sieht der Kollege jetzt aus. Ist aber schon echt hoch, für ein Luftfahrwerk hochgepumpt. Hä? Für ein Luftfahrwerk hochgepumpt ist das schon echt hoch. Ja, es gibt Fahrwerke, also Kompliment an das Fahrwerk, ne? Ja. Was wir von Kazuki bekommen haben. Ne? Wir machen auch Verlinkung rein von dem Kollegen, weil er einen sehr geilen Instagram-Kanal hat. Mhm. Auch ein sehr höflicher, lieber Japaner. Also wirklich, wir würden ihn gerne mal besuchen, muss ich echt sagen. Also sehr, sehr cooler Typ. Sehr viel Arbeitsweg. Ne? Das ist ein doppelter Balk, ja? Und somit haben wir diesen Weg, weil wenn du nämlich siehst, wie er jetzt steht, und du kennst ja auch den Fahrwerk. Ja, so ein bisschen, ja. Und wenn du siehst, wie der gleich runtergeht, ist das ein geiler Arbeitsweg. Da sind manche Golf 2-Fahrwerke, die so einen Weg haben, kannst du hier... Das ist ja so. Ja, ist so. Denkst du, Luftfahrwerk, ja, Brudi, und du fährst hoch. Mach mal hoch, das ist alles, was hochgeht. Oh, scheiße. Das ist quasi immer noch genauso tief wie vorher, was? Ja, genau das meinte ich deswegen. Der ist schon ziemlich offroadig jetzt. Voll, voll. Also, ich mach mal eben hier zu. Und dann lasse ich mal runter, ne? Ja. Oh, warte mal dann hier. Ja, das kann nur heftig aussehen. Ja, das wird Hallo. Hallo. Ah, Claudio. Hier, ein echter Ferrari. Ist bereit? Eigentlich haben wir direkt italienische Fanfare hier. Ja. Oh, fang schon an zu heulen, ey. Oh, ist das schön, ey. Ist bereit? Ich bin bereit. Oh, der fällt aber schnell. Boah, das ist krass. Alter Schwede. Ey, der rollt echt. So kannst du fahren. Aber lenken wird knapp, ne? Lenken können wir eine halbe Lenkerumdrehung. Das müssen wir gleich, wir fahren jetzt eine Runde. Ja. Dann gucken wir gleich auf den Parkplatz. Wie viel das ist. Also müssen wir irgendwie, machen wir die chemischen Meter erstmal. Ja. Dass wir grob wissen, wo wir da so sind. Geht ja auch. Weißt du noch Beo-Kraftkreis? Durchmesser? Ja. 25? 27? Claudio, Beo-Kraftkreis, wie viel? 12,5, 25 Meter. Ah, also doch. Durchmesser, nicht also nicht. Also 25 rein. Meter. Muss der innerhalb von 25 Meter muss er rumfahren können. Ja? Das heißt, wir gehen Mitte, 12,5 Meter. Ja. Nee, wir machen es so. Wir stellen den Pöller hin, außer den Kotflügel. Mhm. Und dann machen wir 25 Meter auf der anderen Seite den Kotflügel außen. Und da muss er drin bleiben. Da muss er drin bleiben. Okay, auch eine Idee. Ohne berühren. Spannend schon wieder. Diese Videos haben eine Spannung. Also, so sieht er aus. Fahr. Jetzt kommen wir in das nächste Thema. Und zwar, guck mal her. Mhm. Hier sehen wir jetzt faszinierende Nullbar, ne? Air out. Ja. Ich fahre jetzt mal hoch. Warum hört sich alles auf Englisch gut an? Ja, stimmt. So, ungefähr 3,6 Bar. Wie Sie sehen. Okay, ist nichts passiert. Sehen Sie nichts. Es ist nichts passiert. Und jetzt kommt er dann. Also mein Bauchgefühl würde sagen, irgendwas um die 4 Bar für ein Auto mit Heckmotor wäre vorne perfekt. Hätte ich auch geschätzt. Das sind 4 Bar und da ist genau gar nichts, okay? Ja. Jetzt mache ich 1 Bar dazu, von 4 auf 5. Schon viel Druck. Ist schon viel Druck und nicht wirklich hoch, ne? Nö. Also es ist jetzt eine schöne Tiefe, aber... Ja, ich würde sagen, wir lassen die 5 mal und gehen jetzt mal hinten dran. Und jetzt wirst du sehen, wenn der jetzt hinten den Motor drauf sitzt. Den Motor, Getriebe, alles hinten drauf, okay? Ja. Das sind 4,4. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. wir machen jetzt, vorne ist er komischerweise jetzt gesunken, 4,75, 4,75. Machen vorne mal wieder auf 5. So, und dann machen wir hinten auch mal, hat der Motor ja drauf, dann machen wir hinten mal 6, okay? Ja. Das ist schon zu viel, ne? Von der Höhe.
Also das ist 5,5 und vorne ungefähr 5. Hinten sieht er ja optisch ein bisschen tiefer aus als vorne. Aber es kann auch täuschen. Aber so kann schon gehen, ne? So kann man schon fahren, finde ich. Ja, das auf jeden Fall. So finde ich auch. Das ist vom Druck her okay. Eigenartigerweise, der Druck ist nicht genau identisch wie letztes Mal. Wir steigen mal ein, Nobby. Ja. Und wir fahren mal eine Runde. Machen wir so. Los geht's. Das ist ja spannend. Ich auch. Aber bitte lass es nicht so krass knüppelhart sein. Ich hoffe es auch. Also, wir haben jetzt hier 5,3. Was ist denn das für ein Koffer da hinten? Ja, der passt vorne nicht mehr rein, der war vorne im Kofferraum. Ach so, ist ja richtig, ist so ein richtiger Giuseppe geworden. Das ist also richtiger Giuseppe. So, das fühlt sich immer schon normal an. Ich finde, wenn man hier drüber fährt und das Fahrwerk ist hart, merkt man manchmal schon, wenn er so bop, bop, bop ist. Das fühlt sich aber jetzt ganz gut an. Lenkrad konnte man nicht verstellen, ne, bei den Autos. Nee. Das ist mal seltsam, wenn man da drin sitzt. Ich hab gar keinen Fall hart. Das fährt echt gut. Das fährt echt gut. So sehr, sehr spitze Einschläge, aber es ist nicht so, dass es in der Karosserie komplett am scheppern ist, ne, wenn du da reinfährst in so ein Loch. Also ich sag mal so, das alte originale Fahrwerk war hoppeliger, stockeliger, härter und auch ungenauer. Klappern du da noch genauso? Ja. Den Schaltknauf? Mhm. Ach, der Knauf nur oben? Ja, der brüllt hier. Die Kulisse. Tesafilm unten dran kleben. Ich mich das gar nicht. Nicht? Nein. Ich bin Ferraristi. Ich würde den während der Fahrt ausbauen und aus dem Fenster schmeißen. Giuseppe Crema. Anders, ne? Ich habe nur ganz kurz so ein gehört und dann. Das ist einfach normaler Scheiß. Okay. Oder was meinst aber du die denn? Windgeräusche sind anders. Die was? Die Windgeräusche. Die Windgeräusche. Weißt du? Die Windgeräusche sind neu. Und das ist jetzt beruhigend, ne? Wir machen jetzt die erste Probefahrt mit dem Auto und jetzt, wenn der Dämpfer jetzt leer geht, ja, dann berührt der Reifen nicht. Das hat schon irgendwie ein höheres Sicherheitsgefühl. So. Ist auch echt verrückt, ne? Ich glaube, seit Jahren erwähne ich diese Abfahrt schon. Und hier sind auch gar keine Anstalten, dass diese Auffahrt sich irgendwann mal öffnet. Ne? Ist immer noch dicht. Ich glaube, wir gehen jetzt ins vierte Jahr, dritte, vierte Jahr. Ja. Siehst du aber auch keinen. Nö. Ist zu. Ich weiß nicht. Also Fahrwerk, was ich jetzt so im Straßenverkehr fahren kann, sind die Drücke, die wir jetzt gerade fahren, sind echt gut. Also es macht echt Bock, es fährt gut. 5,5 und 5,5. Ist okay. Voll. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so ein... Also es hört sich viel an, 6 Bar. Was kann auch sein, wenn ich mich nicht irre, dass es bei einem A6 zum Beispiel, einem 3 Liter Dieselmotor, dass der auch so einen Druck fährt. Ja, aber ein 3 Liter Dieselmotor, Nobby, ist... Ja, ja, klar. Hier hast du das sind 200 Kilo mehr. Ja, ja. Aber vielleicht hast du hier einfach einen längeren Dämpfer oder... Dass der erstmal aufbauen muss, dass das. Ja, das kann echt sein, weil man ja 3 Bar reinmacht und 3,5 Bar bei einem leichten Auto vorne und da passiert gar nichts. Nichts. Ja. Ja, hab ich da auch einen Denkfehler drin. Keine Ahnung, ob das vielleicht gar nicht so gehandhabt wird von den. Weiß ich nicht. Ah, die Windgeräusche sind neu. Nee, der ist auch lauter. Ich glaube, der Krümmer ist kaputt gegangen beim Ablassen. Als das dann da qualmt's auch. Wir müssen mal anhalten, da fahren wir gleich. So, warte mal, fahren wir hier so runter. Soll ich mitkommen? Jo. Halt mal auf. Das ist einfach nur, weil er länger stand. Einen Moment. Hier qualmt auch nichts mehr. Hat der sonst irgendwas? Sonst mach ich nochmal an, dann gucken wir im Stand. Nee, da sind die Jungs, da ist was draufgekommen auf dem Krümmer. Vom Abdichten des Dämpfers. Ah. Siehst du da, dass wie feucht das da ist? Wo? Da kommt auch ein bisschen Öl, kommt aus den Nockenwellen, aus den Auslassnockenwellen. Aus den Köpfen, siehst du? Nee. Da außen. Ach da, warte mal, ich weiß nicht. Das schwitzt da so minimal und ich glaube, da kommt es ein bisschen her. Was auf die Kamera jetzt sieht. Da, wo dieser Tropfen auf dem Krümmer ist. Ja, genau. Ach doch, da. Ja. Okay, also, wir lasten ihn jetzt mal ab. Ich höre in. Und du außen, ob es geht. Aber geradeaus schon mal. Und dann müssen wir uns gleich einen Parkplatz suchen, ja, wo wir die
25 Meter schaffen. Okay. Ja, man sieht es ja auch richtig. Ja. Okay, ich freue jetzt an, ja? Ich höre nichts. Du sagst nichts, die Bremse. Also ja, aber sonst nichts. Wir haben es auch. Geil. Sagen wir so, es ist so großzügig gemacht, ich sag mal, vielleicht könnte er sogar einen Zentimeter tiefer. Ja, aber mir war das wichtig, dass wir da... Safe. Gar nichts. Nichts, ne? Hä? Gar nichts, ne? Nee, warte mal, hinten rechts noch. Nee, alles gut. Alles easy. Okay, ich mach mal an. Cool. Echt cool. Ja. Wo haben wir denn 25 Meter Durchmesser? Hier ist nichts, ne? Wenn man geradeaus durchfährt. Nee, hier ist nichts. Und ich glaube, also ich erinnere mich an diese 25 Meter, die wir beim A4 gemacht haben. Das ist echt groß, ne? Also 25 Meter ist viel Platz. Ja, ist echt viel Platz. Ich glaube, ich weiß wo. Doch, ich weiß wo, klar. Bei Amazon. Da habe ich gerade auch dran gedacht, aber das war nur den Kreisel? Nee, in dem Wendehammer von dem Endding. Oder bei Rewe, da gibt es auch so ein großes Ding. Ah ja. Wir fahren mal hin, bis gleich. Bis gleich. Wir werden jetzt rausfinden, ob das 25 Meter sind. Also, das ist die Außenkante, da muss er drin sein. Also fangen wir hier an. Das geht, boah, okay. Und dann kommt der Endgegner. Also hier. Innerhalb von dieser Distanz muss der Ferrari abgelassen, ohne Schleifen, rumfahren. Boah, das ist aber nicht so viel, wie ich dachte. Nee, ist auch nicht so viel, wie ich dachte. Wir werden es jetzt rausfinden. Boah, dann schleiffreie Fahrt. Ich warte hier, ne? Ja. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum es 25 Meter sind. Wenn wir müssen das haben. Das wäre... Kann der wirklich sein? Ja, das kann sein. Ich Einmal hier zum Beweis. Ja. Yep. Okay. Ja, nee. Irgendwo berührt er. Ja. Aber hier nicht, ich glaube hier. Fahr mal ein Stückchen, ganz minimal. So ist gut. Hier berührt er nur. Ja? Ja, da rechts nicht. Hier. Das war auf der Bühne gerade auch schon knapper auf der Seite. Komm. Ja, Mann. Ja, außen. Aber hier. Nicht viel, guck ist, mal. Nee, ist auch nicht viel. Ich fahre jetzt nur das Rad mal ein Stück hoch. Man sieht das, es ist außen. Ja, ja. Ah, doch nicht. Immer noch? Ja. Aber wo? Ja, das so, also der Lenkwinkel ist zu viel. Ja. Ja. So würde es gehen. Okay. Drüben geht es nämlich. Also ein bisschen den Kurven immer ein bisschen bearbeiten. Weil es ist auch nicht viel. Ja. Das ist wirklich minimal. Ja komm, wir fahren mal zurück. Hinten ist er auch auf Null? Ja, ja. Okay, ich würde sagen, wir wissen, was die Hausaufgaben sind. Wir machen vorne ihn nochmal freigängiger, dass er zumindest den Beo-Kraftkreis schafft, luftleer. Ne? Ja, schlecht sah das ja nicht aus. Nee, fand ich auch. Auf gar keinen Fall. Also es gibt Autos, weißt du selbst. Ja. Es gibt Autos, wo du nichts machst mit dem Lenker. Wo du noch nicht mal vorwärts rollen kannst. Genau. Ne? Okay, also Bremsen quietschen aber jetzt auf einmal ganz doll. Stand aber auch lange, ne? Nee, weißt du warum, glaube ich? Durch das Rauf und Runter vom Fahrwerk die Bremsleitung, also die Handbremsleitung. Dass die sich jetzt verklemmt hat? Ja, ja. Nicht verklemmt, aber dass die sich bewegt. Und dann zieht er den Watt leer ran.
Siehst du? Jetzt ist weg. Jetzt ist weg. Okay, wir gehen an die vorderen Kotflügel ran. Ich würde auch sagen, mit ein bisschen Mut. Ja, muss man leider. Genau, mit ein bisschen Mut. Und dann schaffen wir auch den Bio-Kraftkreis. Und dann geht's weiter im Text. Weil legal wäre schon ganz geil, ne? Ja. Legal wäre schon ganz geil. Könnte ja auch ein Marketing-Spruch sein, ne? Könnt ihr auch so ein Küss-TÜV, keine Ahnung, wer das will. Dekra. Also, aber ja, lieb. Piep, piep, piep. Tschüss, bis. Bleibt da. Morgen, tschüss.